Ist die Frau freundlich, verliert der Mann super schnell das Interesse. Autsch. Und das gilt schon, wenn ihr nur auf der Dating-App ein Match hattet und miteinander schreibt. Das gilt, wenn ihr euch trefft. Das gilt in der Kontaktaufnahme zwischen Match und Treffen, zwischen den Treffen, auch in der Partnerschaft. Ist die Frau zu freundlich, verliert der Mann das Interesse. Du wirst dich wundern, warum meldet er sich nicht mehr? Es war doch total nett. Wir hatten doch eine Wellenlänge. Es war doch ein gutes Gespräch. Wir haben uns doch gut ausgetauscht. Wo ist er denn jetzt hin? Und das Schlüsselwort hier ist das Thema Freundlichkeit. Denn freundlich bist du, davon gehe ich aus, zu jedem auf diesem Planeten. Der Bäckerei-Fachverkäuferin genauso wie dem Busfahrer, genauso als wenn du einen Brief an die Versicherung schreibst und eine Frage hast, wenn du beim Kundendienst irgendwo anrufst, im Umgang mit deinen Kollegen, im Umgang mit der alten Oma, der du über die Straße hilfst und, und. Wir sind freundliche Menschen. Also die meisten von uns. Und wenn du diesen Mann, der dich jetzt interessiert, auch freundlich behandelst, dann ist das total fein und dann hat er eine gute Zeit. Aber wenn er nicht merkt, dass du ihn anders behandelst als alle anderen auf diesem Planeten, dann bleibt er nicht. Dann ist das zu normal, zu austauschbar, weil er hat viele nette Kontaktaufnahmen, er hat viele nette Chats, er hat viele nette Matches, er hat vielleicht auch viele nette Dates, vielleicht auch welche, wo es gar nicht so gut läuft, aber es bleibt ein Einheitsbrei. Das heißt, wie du dich abheben kannst, um im Gedächtnis eines Mannes zu bleiben und ihn nicht nur an der Oberfläche zu berühren, weil du freundlich bist, weil du optisch in sein Beuteschema passt, weil die generellen, ich sag mal, Maße stimmen von Alter, Größe, Augenfarbe, Hobbys, was auch immer. Na, wenn es eine Spur tiefer gehen darf, damit er dich wirklich als etwas Besonderes erachtet, dann musst du etwas in ihm berühren, was sonst von den ganzen anderen freundlichen Menschen, von den anderen freundlichen Frauen, die er so trifft oder mit denen er Kontakt hat, nicht schafft zu berühren. Und das ist sein Herz. Wie machst du das? Über Wärme. Also wann immer du am Schreiben bist, ja, nach dem Match direkt, wenn ihr euch noch gar nicht persönlich kennt, wenn ihr später auf eure private Telefonnummer wechselt, wenn ihr telefoniert, wenn ihr am Treffen seid oder auch wenn ihr schon 20 Jahre in einer festen Partnerschaft seid. Frag dich immer, ist mein Verhalten, das ich meinem Mann gegenüber habe oder diesem Mann, dieser Person gegenüber, mit der ich gerade Kontakt habe, ist das freundlich austauschbar? Bin ich genauso freundlich nett auch zu anderen Menschen? Und es ist super okay, dass es so ist. Aber um es wirklich ins Herz berühren zu gehen, braucht es einfach etwas mehr. Und das ist Wärme. Es ist nicht anbeten. Es ist nicht, oh, mein Meister und Gebieter. Oh, mein Popstar, den ich anhimmel. Darum geht es gar nicht. Es geht um Wärme. Warum? Weil ein Mann Wärme selbst nicht produzieren kann. Sein Körper kann das nicht. Das bekommt er von der Frau. Er sehnt sich danach. Das ist etwas, wo in ihm das Herz aufgeht. Also frag dich bei jedem Text, bei jedem Gespräch, ist es austauschbar freundlich oder ist da Wärme mit im Spiel? Und wenn da Wärme drin ist, wirst du merken, dass es ein Riesenunterschied ist, wie ein Mann nach einem Match mit dir umgeht, reagiert, zurückschreibt, wie das Date verläuft, wie es nach dem Date weiter verläuft, wie die Partnerschaft läuft oder auch wie eine eingeschlafene Partnerschaft wieder aufleben kann über die Wärme. Das ist das Geheimrezept. Wenn du mehr wissen möchtest, wie Wärme genau funktioniert, komm in meine Ladies Love Lounge. Die startet jetzt am 16. Mai. Link findest du in meiner Bio, dann melde dich noch an. Du sagst, ja, ich bin genau so eine Frau, die immer merkt, mein Gott, es war doch nett und wo sind sie denn jetzt hin? Was ist denn da passiert? Du sagst, ich möchte jetzt endlich mal kapieren, wie es geht, den Liebescode knacken, um den Mann meiner Träume wirklich in meinem Leben zu haben und mit dem einfach gemeinsam eine wunderschöne Zeit zu verbringen, gemeinsam eine wunderschöne Partnerschaft zu erleben, dann lass mich dir zeigen, wie das wirklich nachhaltig geht. In der Ladies Love Lounge am 16. Mai geht's los. Melde dich an. Link in der Bio.